Bei uns war es sehr wichtig für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, einen Schritt voraus zu sein, weiterzudenken, weiterzuplanen, wenn die Corona-Pandemie weiter an Fahrt aufnimmt, dass wir vorbereitet und gerüstet sind, um eine Ausweichoption auch für die Kliniken hier am Standort in Heidenheim zu haben. Und ich denke, da ist das Kongresszentrum genau die richtige Liegenschaft, wo wir das aufbauen konnten. Und da auch der Dank an alle Kräfte, auch von Feuerwehr und anderen Diensten, die da wirklich tatkräftig mitgewirkt haben. Also der Patient kommt im oberen Bereich rein, auch im Haupteingang zur Halle. Er wird dann registriert oben an der Rezeption. Hier sitzt das Kreisauskunftsbüro. Dann wird er begleitet hier runter. Dann wird er reingeführt in die Halle. Der Bereich dann ist vorgesehen, damit sich die Patienten mal auch da draußen aufhalten können, sofern möglich. Dann wird eine Videoleinwand sein, wo sie einfach auch mal das Geschehen draußen sehen, was passiert überhaupt sonst auf der Welt. Oder vielleicht auch mal einen Spielfilm laufen lassen. Da haben wir draußen mal frische Luft schnappen. Der Blick in diese tolle Stadt haben wir leider müssen etwas verhängen, gell? Wir wollen da draußen keinen riesen Personenkontakt fabrizieren. Dann geht der Patient begleitet hier in diese Halle. Ihm wurde natürlich hier dementsprechend eine Zelle zugewiesen, ein Platz zugewiesen. Da gibt es genau einen Belegungsplan. Und da drinnen sehen Sie ja diese Nummerierungen. Da wird der Patient dann auch nochmal erfasst und dann bezieht er hier dieses Faltbett. Wir konnten leider in der Schnalle nichts anderes zur Verfügung stellen, aber wir haben versucht, wenn man Kissen mit einer Unterlage das so gut wie möglich zu gestalten. Er hat einen Tisch an seinem Platz, er hat einen Stuhl an seinem Platz, er soll auch hier essen, er soll auch hier essen, gell? Er soll sich hier aufhalten. Es gibt Strom am Platz, um auch mal das Handy zu laden. Gell? Das ist auch alles bestens vorgesorgt. Wir hoffen nicht, dass wir da dementsprechende medizinische Geräte einstecken müssen. Das hoffen wir nicht, aber das ist alles soweit vorbereitet. Er hält sich in diesem Saal natürlich auf. Gell? Er wohnt in diesem Saal letztendlich und kann eigentlich nur in diesen Bereich nach außen, um sich dementsprechend dann auch mal Luft zu schaffen. In diesem Bereich, im Hinterbereich der Bühne, das ist praktisch der Künstlerbereich, die Künstlergarderobe. Hier wird das Personal, das diese Halle betreut, die Patienten pflegt, betreut, auch Ärzte, die werden in diesem rückwärtigen Bereich eingeschleust. Also wenn sie von zu Hause zum Beispiel kommen, sie kleiden sich dementsprechend um, sie gehen durch eine Schleuse hier in den Raum, arbeiten. Wenn sie den Raum verlassen, gehen sie wieder durch diese Schleuse, legen ihre Kleidung ab, den sich dementsprechend desinfizieren. Er hat auch die Möglichkeit, dahinter zu duschen und dann gehen sie nach Hause. Im rückwärtigen Bereich der Halle, da ist der Küchenbereich, da ist das Catering. Ganz tolle Sache, lassen wir anliefern vom Krankenhaus. Da sind auch Kühlräume und Ähnliches. Das Einbringen des Essens in die Halle, da gibt es auch drei Schleusen, ohne dass wir direkten Kontakt haben immer. Wir schleusen das Essen rein. Wenn das Essen gegessen ist, wird das schmutzige Geschirr wird über diese Essenwaage wieder über einen anderen Schleuserbereich nach außen gefahren und abgeholt. Und wie gesagt, das ist jetzt aktueller Stand und wir haben die Möglichkeit, im oberen Bereich nochmal ca. 36 Plätze zu schaffen. Das heißt, so viel Gesamtkapazität 120 Personen, Patienten. Bei allem, was hier geschaffen wurde und was hier sichtbar wird, ist natürlich der größte Wunsch von uns für alle, dass wir diese Betten nie beziehen müssen.